des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zur Andacht zum Sonntag Kantate begrüße ich Sie heute aus der Binswanger Kirche. Auf so manches müssen wir verzichten zurzeit, auch wenn sich einiges ja jetzt lockert. Vielen hat der Gottesdienst gefehlt, die Gemeinschaft mit anderen, die Gemeinschaft in den Kirchen, gemeinsam singen und beten und auch Gottes Wort zu hören. Nun ist er da, der Sonntag, an dem bei uns erstmals wieder Gemeindegottesdienste erlaubt sind, nach 8 Wochen ohne. Aber nicht so wie davor, sondern mit ziemlich vielen Einschränkungen. Manche kleineren Kirchen werden wohl noch eine Weile warten müssen. Die Anzahl der Teilnehmer wird beschränkt, je nach Größe der Kirche, 2 Meter Abstand für jede Person nach allen Seiten in den Bänken, außer man wohnt in einem Haushalt. Mundschutzpflicht für die Teilnehmer. Wer den Gottesdienst hält, der hat einen noch größeren Abstand einzuhalten. Gesungen werden soll, wenn überhaupt, nur sehr reduziert und spärlich. Blasinstrumente sollen noch länger pausieren. Nun dürfen wir also wieder anfangen, ganz klein, ausgerechnet am Sonntag Kantate, so heißt er ja, der 3. Sonntag nach Ostern, Kantate singet. Manche Landeskirchen haben entschieden, auf das Singen in den Gottesdiensten gleich ganz zu verzichten in der nächsten Zeit. Singet. Ich gebe zu, das gemeinsame Singen hat mir schon sehr gefehlt in den letzten Wochen, vor allem an Ostern. Und auch die österlichen Klänge vom Posaunenchor. Aber gut, wir dürfen ja wenigstens mit Mundschutz singen hier in der Kirche. Und auf die Klänge der Orgel können wir nun wieder gemeinsam hören und die Glocken, die haben wir ja auch noch. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Das Wort für diese neue Woche. Dieser Sonntag im Monat Mai steht noch ganz im Zeichen von Ostern. Jesus ist auferstanden, der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Wir hören nun die Orgel mit 2 Strophen des Liedes Nummer 501 im Gesangbuch. Ich lade Sie herzlich ein, mit einzustimmen. Jesus Christus, du hast durch deine Auferstehung den Tod bezwungen. Wir bitten dich, lass das Licht deiner Auferstehung auch in unser Leben und in unseren Alltag hineinscheinen.
in unsere Ängste und in unsere Sorgen. Gib uns festen Boden unter die Füße, eröffne uns Horizonte und erfülle unsere Herzen mit Hoffnung und mit Zuversicht. Dir sei Preis und Ehre in Ewigkeit. Amen. Wir hören das Evangelium für den Sonntag, Kantate, bei Lukas im 19. Kapitel. Als Jesus schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Soweit das Evangelium. Ehre sei dir, Herr. Lob sei dir, Christus. Liebe Gemeinde, im vergangenen Jahr wurden neue Abschnitte aus der Bibel in die Sammlung von Texten aufgenommen, zu denen an den jeweiligen Sonntagen gepredigt werden soll. Von einer Großveranstaltung berichtet der heutige Predigtabschnitt, eine religiöse Feier von besonderem Format, ein Generationenprojekt ist zum Abschluss gekommen. Der sprichwörtliche König Salomo hat für Gott einen Tempel errichten lassen. Schon sein Vater David, durch den uns ein Schatz von vielen alten Liedern und Gebeten überliefert sind, schon David hätte Gott gerne ein solches Haus gebaut. Der Plan war schon da. Doch es war für ihn noch nicht so weit, ihn auszuführen. Es hat noch einige Zeit, ziemlich lange gedauert, bis es in Jerusalem schließlich zum Bau des Tempels gekommen ist. Nun, am Laubhüttenfest im 7. Monat des jüdischen Kalenders wird dieses besondere Gebäude, der Salomonische Tempel, eingeweiht. Wir hören davon im 2. Buch der Chronik im 5. Kapitel. Nachdem König Salomo den Tempel und seine Ausstattung vollendet hatte, brachte er die Gaben, die sein Vater David dem Herrn geweiht hatte, herbei. Das Silber und das Gold und alle Geräte kamen in die Schatzkammern des Tempels. Nun ließ König Salomo die Ältesten Israels nach Jerusalem kommen, die Vertreter aller Stämme und Sippen. Sie sollten die Bundeslade des Herrn von der Davidsstadt auf dem Zionsberg in den Tempel hinaufbringen. Alle Männer Israels kamen deshalb am Laubhüttenfest im 7. Monat zu König Salomo. Als die Ältesten versammelt waren, hoben die Leviten die Bundeslade auf ihre Schultern und trugen sie zum Tempel hinauf. Mit Hilfe der Priester aus der Nachkommenschaft Levis brachten sie auch das heilige Zelt und alle seine Geräte dorthin.
Auch die Tempelsänger waren vollzählig zugegen, die Leviten, Asaf, Heman und Jeduthun mit allen ihren Söhnen und Verwandten. Sie trugen Gewänder aus feinem weißen Leinen und stammten mit ihren Becken, Harfen und Lauten an der Ostseite des Altars. Ihnen zur Seite standen 120 Priester mit Trompeten. Diese setzten gleichzeitig mit den Sängern, den Becken und anderen Instrumenten ein. Und es klang wie aus einem Mund, als sie alle miteinander den Herrn priesen mit den Worten: Der Herr ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf. In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke den Tempel, das Haus des Herrn. Die Priester konnten ihren Dienst wegen der Wolke nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Heiligtum. Von einer festlichen Einweihung mit sehr vielen Teilnehmern wird hier erzählt. Viele heilige Gegenstände, die an die Geschichte Gottes mit seinem Volk erinnern, werden feierlich in den Tempel gebracht. So auch die Bundeslade mit den 10 Geboten und das heilige Zelt, in dem die Bundeslade schon mit dabei gewesen war, mittendrin dabei gewesen bei den Vorfahren damals in den Zeiten der Wüste. Viele Vorbereitungen wurden getroffen für dieses Fest. Zahlreiche Sänger mit weißen Gewändern und ein riesiger Bläserchor erfüllte den Raum mit erhebendem großen Klang. Singet, so heißt der Sonntag heute. Wir werden es tun, singen, wenn auch mit Mundschutz und zurückhaltender als sonst. Große, begegnungsintensive Gottesdienste, wie es in den amtlichen Verlautbarungen heißt, sind momentan nicht möglich. Die müssen noch ein wenig warten. So wie die Kirchengemeinde hier auch gewartet hat, bis die durch Schneeschaden kaputte Orgel wieder repariert war. Warten müssen an vielen Orten auch Konfirmandinnen und Konfirmanden und ihre Familien auf den Termin für die Konfirmation. Gewartet haben viele auch auf den Besuch bei oder von Familienangehörigen, zu Hause oder in den Alten- und Pflegeheimen. Dass das alles nur mit großen Einschränkungen und nicht so ohne weiteres sofort und auf der Stelle geschehen kann, das wird uns wohl noch eine Weile beschäftigen und uns ziemlich viel Geduld noch abverlangen. Dabei geht es uns hier ja zurzeit bei allen Unsicherheiten trotz Corona-Krise im Allgemeinen doch noch recht gut im Vergleich mit Menschen in anderen Gebieten dieser Erde. Einige von uns, die Älteren, erinnern sich aber auch noch an ganz andere Zeiten. Am 8. Mai waren es 75 Jahre, dass der Zweite Weltkrieg hier in Europa zu Ende gegangen ist. Der Krieg war vorbei, der Frieden war da, aber auch Trümmer und Scherben, Tod und Schuld. Vor wenigen Tagen habe ich eine Sendung gesehen im Fernsehen mit Zeitzeugen, die damals Kinder gewesen sind. Ein Mann, der im Kreuzchor in Dresden mitgesungen hatte, der hatte als Junge auch mitgewirkt bei der Uraufführung der Trauermotette »Wie liegt die Stadt so wüst«. Die wurde im August 1945 in den Trümmern der Kreuzkirche in Dresden uraufgeführt. Es hat gedauert, bis die Kreuzkirche wieder aufgebaut war, und bei der Dresdner Frauenkirche war es erst 60 Jahre nach Kriegsende 2005 soweit.
Nicht nur die Freude, auch der Schmerz und die Trauer haben ihre Lieder und ihre Melodie. Am liebsten mag ich die Lieder, die von getrösteter Zuversicht singen, wie ich sie in der Bibel finde, in den Psalmen oder bei Paul Gerhardt, dessen Trost- und Hoffnungslieder unter dem Eindruck des Dreißigjährigen Krieges entstanden sind. Auf solch großen Gottesdiensten, wie im Predigtabschnitt heute einer geschildert wird, werden wir wohl noch eine Weile warten müssen. Der letzte Satz im Predigtabschnitt lässt mich aufhorchen. Als die Musik den Raum erfüllt und das Lob zur Ehre Gottes erklingt, aus vielen Kehlen und mit vielen Instrumenten wie mit einer Stimme, Gott ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke, heißt es da. Die Herrlichkeit Gottes, seine Ehre, sein Gewicht, erfüllte das Haus so, dass die Priester ihren Dienst nicht tun konnten. Das heißt, die geheimnisvolle Gegenwart Gottes lässt sich einladen, an diesem Ort zu wohnen. Und dann sind es nicht die Priester, die etwas tun, dann geht es um Gott, der zuerst da war, um Gott, der für uns etwas tut, um Gott, der für uns da ist, bei uns wohnen will. Das heilige Zelt haben wir gehört, die Stiftshütte, so übersetzt Martin Luther diesen Begriff, war auch in den Tempel gebracht worden. Das Zelt, in dem die Bundeslade mit den 10 Geboten untergebracht war, als die Israeliten in der Wüste unterwegs gewesen sind. Dieses Zelt wird auch in den Tempel gebracht, ins Allerheiligste. Dass Gott sein Zelt unter uns aufschlägt, davon redet auch das Johannesevangelium und es meint damit, dass Gott in Jesus Mensch wird. Und Gott schlug sein Zelt auf und wohnte unter uns. Das heißt für uns Christen, dass Gott in Jesus Mensch wird, dass er sich an uns Menschen bindet und dass er über Raum und Zeit hinaus uns nahe ist. Im Matthäusevangelium hören wir Jesus sagen: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Aber nicht nur da ist Jesus da, nicht nur da ist er nah. Auch wenn ich alleine zu Hause bin, wenn sonst kein Mensch da ist, ist Jesus da. So verspricht und verheißt es uns der auferstandene Christus: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.
Referentin Anna Wiemer, die diese Andacht aufgezeichnet hat. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die wöchentlichen Andachten über Internet und Telefon sollen noch eine Weile beibehalten werden. Auch dienstags und donnerstags gibt es kleine Gedanken zum Tag zu den jeweiligen Losungen. Herzliche Einladung, hören Sie, schauen Sie rein. Lasst uns beten. Wir danken dir, Gott, für die Musik, für den Gesang der Vögel, für unsere Stimmen, die verschiedenen Instrumente und Menschen, die sie spielen können. Wir danken dir für den Schatz an Melodien und Liedern, die uns trösten und stärken, in denen wir uns wiederfinden können mit dem, was uns freut und mit dem, was uns belastet. Deine Treue ist alle Morgen neu, deine Liebe ist ohne Grenzen. Du bist bei uns auch in den Tagen der Not und der Anfechtung, der Hoffnungslosigkeit und des Schmerzes. Wir denken vor dir an die Menschen, denen Leid und Sorge den Mund verschlossen haben, die nicht singen, sondern seufzen, die nicht loben, sondern klagen, die an den Missklängen des Lebens leiden. Wir denken an die Kranken und ihre Angehörigen und bitten dich, dass du sie stärkst und ihnen Zuversicht schenkst. Für alle, die um einen nahestehenden Menschen trauern, bitten wir dich, dass du selber sie tröstest. Für die, die Gewalt und Feindseligkeiten ausgesetzt sind, draußen in der Welt und auch in unseren Häusern und Familien, gib, dass sie Hilfe erfahren und Unterstützung. Wir bitten dich für alle, die in diesen Tagen Besonderes leisten und besonders herausgefordert sind, in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, in den Schulen und Familien und überall an anderen Orten. Wir bitten dich für unsere Schöpfung, für gute Witterung, dass wachsen kann, was gesät wurde, und dass wir in Dankbarkeit und Demut die Gaben gebrauchen, die du uns schenkst. Segne alle, die uns mit Musik erfreuen und dir dienen. Unsere Bitten und Anliegen sollen nun Raum finden in dem Gebet, das Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir seinen Frieden.